So stellen sich Rentnerdasein viele vor. Gemütlich den Lebensabend genießen und jede Menge Zeit für Konsum. Nicht aber Melita Köllbach. Sie hat ganz andere Ideen. Seit 3 Jahren gibt sie erst Kochkurse. Sie sind immer ausgebucht. Ich wollte dir nur sagen, es ist jemand abgesprungen. Du kannst in 2 Wochen bei dem Kurs zum Brotbacken noch mitmachen. Seit sie ihre Ausbildung zur Gesundheitsberaterin beendet hat, weiß sie, warum sie ihre Erfahrungen an andere weitergeben will. Um es vielen Menschen noch näher zu bringen. Diese Ernährung, die Dr. Brugger über 60 Jahre praktiziert hat, mit großem Erfolg bei kranken Menschen und auch gesunden. Als die Ärzte bei ihrem Mann Ewald vor 30 Jahren eine chronische Darmkrankheit diagnostizierten und die schulmedizinischen Therapien nicht halfen, stellte sie die Ernährung radikal um. Am Anfang war es schwierig. Also vor allen Dingen das Grüne, also die Salate, das war ich nicht gewöhnt. Aber die innere Stimme hat mir gesagt, das mache ich jetzt. Diese Hürde hatte er genommen. Schwierigkeiten gab es aber immer wieder bei den Naschereien. Ach, Gebäck, ja, haufenweise konnte ich statt essen. Die gesunden Produkte waren aber klar im Vorteil. Ich habe die Veränderung schon nach einem Vierteljahr gemerkt. Ich möchte sagen, das ist komplett weg, denn ich bin ja 21 Jahre schon frei davon. Geholfen hat die vitalstoffreiche Vollwertkost. Dazu gehören viel Rohkost, frische Bio- und Vollkornprodukte. Fleisch ist nach Dr. Brugger erlaubt, aber nicht nötig. Ist gut. Hm? Ja? Besser? Inzwischen hatte sie so viel Wissen erlangt, dass der Schritt zur Ausbildung nicht mehr weit war. Ungewöhnlich in diesem Alter. Ja, ich war natürlich die Älteste. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, die ganze Ausbildung zu machen. Ich wollte nur das Grundlagenseminar machen. Und als ich dann das Grundlagenseminar hatte, da war mir schon klar, nein, das hier reicht dir nicht. Ja? Du willst jetzt alles wissen. Das Wichtigste war die 9 ernährungsbedingten Erkrankungen, die durch falsche Ernährung entstehen. Und das hat man uns sehr gut vermittelt. Die meisten Menschen, die glauben ja nicht, dass die Ernährung so viel ausmacht, dass man nicht alles mit Pillen machen kann. Es war schon anstrengend. Vor allen Dingen, man war ja sehr lange raus aus Lernen. Und dann, ja, das schönste Erlebnis war natürlich, super, du hast bestanden. Seitdem ist Melita Köllbach kaum noch zu bremsen. Die leckeren Zutaten für ihre Kurse holt sie aus dem eigenen Garten. Die restlichen Vorbereitungen für den Vollwertkurs schaffen die beiden mit links. Heute treffen sich die Teilnehmer im Beroder Bürgerhaus. Es geht ums Brotbacken. Hallo Melita. Hey, das ist aber fein. Hör mal, klasse, dass ich noch teilnehmen konnte. Ich habe mich super gefreut über deine. Die Frauen sind ein eingespieltes Team und wissen, worauf es bei der Vollwertkost ankommt. Doch das kann gar nicht oft genug wiederholt werden. Auch das volle Korn ist wichtig und nicht das Auszugsmehl zu essen und den Zucker zu meiden. Auf den können Vollwertköstler gut verzichten. Auch beim Brot gibt es jede Menge leckere Alternativen. Die Teilnehmer haben aber auch ganz praktische Interessen. Wie machst du das denn mit der Vorratshaltung? Ich kann ja nicht alle paar Tage ein Brot backen. Die Zeit habe ich ja überhaupt nicht. Wie machst du das denn? Ich backe meistens 3 Brote zusammen, ja, und friere die ein dann. Ach so. In Melitas Kursen wird alles frisch zubereitet. Mit den richtigen Küchengeräten geradezu ein Klacks. Auch Aufstriche gehören zum Programm eines Vollwertbackkurses. Ob Kräuter- oder Kartoffelbrot, besonders jüngere Teilnehmerinnen sind von Melitas Engagement beeindruckt. Ja, einfach, dass Melita so viele Leute mobilisieren kann und begeistern kann vor allem. Mit ihren fast 78 hat sie sich das in den letzten Jahren ja ganz toll angeeignet und gibt uns dieses Wissen weiter. Und wir profitieren wahnsinnig davon. Gut 50 Minuten brauchen Kartoffel- und Kräuterbrot. Der Kurs aber dauert einen ganzen Nachmittag. Ist das alles nicht sehr ermüdend für Melita? Schmeckt's euch? Die Energie, die ich noch habe, könnte man vergleichen mit jemand, der zwischen 50 und 60 ist. Für Melita war das wieder ein rundum gelungener Tag. Und ein gutes Gefühl, dass ihre Erfahrungen bei anderen Generationen sehr gut ankommen.
Vor allem aber freut sie sich, dass sie durch diese gesunde Ernährung noch so fit ist und noch viel bewirken kann.